Hey Leute und herzlich willkommen zum erstmal letzten Nahrungsergänzungsmitteltest auf dem Kanal, beziehungsweise es kommen bald noch genug, keine Sorge. Aber wir schauen uns heute wieder von der Marke, die ich gestern das erste Mal vorgestellt habe, Taxofit was an, nämlich den Taxofit B-Complex Forte. Sowas ähnliches hatten wir schon von der Abtei, von der Firma Abtei, genau. Und jetzt schauen wir uns das gleich mal von Taxofit an, schauen wir mal, wie das Ganze ausschaut. Gestern, ja, es schneidet schon gut ab, diese Drogeriemarken, aber sie sind meiner Meinung nach mit viel zu viel Zusatzstoffen gefüllt. So, Taxofit B-Complex Forte für Nerven- und Energiestoffwechsel. Einmal täglich B1, B2, B3, B5, B9, B6, B9 und B12. 7 hochdosierte B-Vitamine in 40 Mini-Tabletten verpackt. Vegan ist das Ganze für die geistige Leistungsfähigkeit, für die normale Funktion der Psyche. Unterstützend nur. Ja, also ich meine, ihr wisst vielleicht meine Leidensgeschichte bisher. Ich wurde vor Monaten, über Monaten, fast einem Jahr bald von einem Insekt gestochen und seitdem habe ich so psychische Probleme plus auch leichte, noch nicht schlimme, aber leichte Herzprobleme. Und ja, Leute, wir schauen uns das Ganze mal an und kommen deshalb zurück. Seid ihr im Stil gehalten, so klassisch so weiß mit bisschen grün und orange, also ja, so klassisch Drogerie, Nahrungsergänzungsmittelmarke. So, kommen wir zurück, Seite. Für Nerven- und Energiestoffwechsel. Wenn der Alltag viel Stress mit sich bringt, muss man vor allem eines: Nerven bewahren. Auch Energie und geistige Leistungsfähigkeit sind in dieser Zeit gefragt. Deshalb sollte auf eine ausgewogene Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen geachtet werden. Taxofit B-Complex enthält eine ausgewählte Kombination aus 7 hochdosierten B-Vitaminen. Die Vitamine sind eine sinnvolle Ergänzung für die gesunde Funktion der Psyche, zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung sowie zur Unterstützung des Nervensystems und der normalen mentalen Leistungsfähigkeit. Kombination aus 7 hochdosierten B-Vitaminen leicht zu schlucken. Vitamin B1, B2, B6, B12 und Niacin tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Vitamin B12 trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Pantothensäure trägt zu einer normalen geistigen Leistung bei. Niacin, Folsäure, Vitamin B12 und B6 tragen zu normalen psychischen Funktionen bei. Vitamin B2, B6, B12, Niacin und Pantothensäure tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei. Alter, da wirst du ja absolut gesund. Spaß. Natürlich unterstützt es den Körper, vor allem wenn man Mängel hat zum Beispiel, aber ja, man darf jetzt nicht denken, wenn man das liest, oh cool, okay, das wird mir jetzt von allen Problemen heilen. Kann es, um Gottes Willen, gab es auch schon Fälle, aber muss es oder wird es höchstwahrscheinlich nicht sofort. So, kommen wir zur Zusammensetzung pro einer Tablette, also Nährstoffe pro Tablette. Wir haben Vitamin B1 mit 4,2 Milligramm, Vitamin B2 mit 4,8 Milligramm, Vitamin B3 mit 54 Milligramm, Pantothensäure, also B5 mit 18 Milligramm, Vitamin B6 mit 6,0 Milligramm, Folsäure, also B9 mit 600 Mikrogramm und Vitamin B12 mit 7,5 Mikrogramm. Ja, passen soweit, sind hochdosiert eben, passt. So, kommen wir zu den Zutaten. Wir haben als Hauptzutat Füllstoffe, also in Form von Calciumphosphaten und Zellulose. Dann haben wir Nicotinamid, also ich denke mal Niacin war das, B3. Dann Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxin-Hydrochlorid. Als Überzugsmittel haben wir Hydroxypropylmethylcellulose und Hydroxypropylcellulose und Speisefettsäuren. Dann haben wir Thiaminmononitrat. Riboflavin, als Trennmittel haben wir Magnesiumsalzate, Speisefettsäuren und Magnesiumcarbonate und Siliziumdioxid. Dann haben wir Pteroylmonoglutaminsäure, also Folsäure. Dann haben wir Cyanocobalamin, hier auch wieder, es sind alles die Wirkstoffe, die wirken auf jeden Fall, aber sie sind nicht so qualitativ und auch studientechnisch oder studienbasiert gibt es die gleichen Wirkstoffe, also zum Beispiel statt Cyanocobalamin, Methylcobalamin, was halt einfach besser oder verträglicher oder aufnahmefähiger vom Körper ist. Und als Farbstoff haben wir Riboflavin zuletzt. Bam! Hier auch Gesundheitsnote gebe ich eine 2. Man kann es auf jeden Fall machen, es ist schon nice, es unterstützt den Körper natürlich, vor allem bei Bedarf. Aber die ganzen Zusatzstoffe lassen uns natürlich ein bisschen abwerten, sonst würde ich dem auch eine 1-1 oder sogar 1+ geben. Ja, aber sonst kann man es auf jeden Fall machen. Ich werde es ja auch selber die Packung auf jeden Fall mal leer machen und ja, Gesundheitsnote 2 eben, kriegt eine Gesundheitsempfehlung für Nahrungsergänzungsmittel. Wir machen das Ganze mal auf und haben hier genau die gleichen Kapselchen drin wie beim Vitamin D3. So, von vorgestern, nee, von gestern, genau. So, dann hole ich mal so eine Kapsel raus, sind so Mini-Tabletten, so Mini-Kapseln. Und ja, wofür nehme ich Vitamin B? Einmal wegen Unterstützung tatsächlich der psychischen Funktionen, weil ich seit meinem Insektenstich eben diese Probleme habe.
und einmal wegen meinem erhöhten Homozysteinwert, weil wenn man so einen, sag ich mal, so eine Krankheit hat, wo man etliche Diagnosewege geht und Blutwerte messen lässt, zum Beispiel Homozystein hat mir kein Arzt empfohlen, ich habe es selber gemessen, war gut erhöht, also auch natürlich rein aus medizinischer Sicht nicht so extrem, aber für mein Alter sehr gut erhöht. Es gibt auch Ärzte, die sagen, er sollte am besten unter 5 sein. Es gibt auch Ärzte, die sagen, er sollte also maximal bei 10 sein und bei mir war er bei fast 15. Also ja, ist halt natürlich jetzt nicht lebensbedrohlich oder akut oder Ding oder heißt, dass ich in den nächsten 5 Jahren sterbe davon oder sowas. Aber es ist trotzdem halt was, was man fürs höhere Alter am besten schon mal vorbeugen sollte, sagen wir es so. So, hier haben wir diese Mini-Dinger und ich hätte gesagt, rein damit, Leute, aufs Wohl. Ah, lässt sich sehr leicht schlucken. Das, was das angeht, auf jeden Fall super. Und das war's mit dem Taxofit B-Complex Forte, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare eben, wie ihr die findet. Würde mich interessieren. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Test. Immer schnell bleiben, niemals aufgeben und bis morgen, Leute. Ciao, ciao.